Ja, hallo zurück zu Zurück in Zukunft. Und ja, wir hatten hier gerade ein kleines Dilemma, ein kleines Problem. Wir wollten eigentlich Trixie mit Artie zusammenführen, aber dann begann Arties Nase zu bluten und da tauchte zufällig der Kid Tennen auf. Und ja, jetzt müssen wir den alten Doc um Hilfe beten. Vielleicht weiß der ja, was wir tun könnten. Jetzt müssen wir Artie wieder suchen. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Trixie will die Beweise vernichten. Die Sache wird immer heikler, Doc. Um Artie zu retten, will Trixie ihre Beweise gegen Tennen vernichten. Du musst sie aufhalten! Und wie? Sie würde sich nur dann gegen Kid stellen, wenn er die Abmachung brechen und meinen Großvater töten würde. Das darf auf keinen Fall passieren! Parker bleibt hart, stimmt zwar nicht. Parker hat sich jetzt auch auf unsere Seite gestellt, aber. Gute Neuigkeiten, Doc. Parker hat sich bereit erklärt, Tennen zu verhaften. Ich musste also nicht allein zum Abschluss bei. Super! Und was ist mit Miss Trotter? Daran arbeite ich noch. Emmett und Edna, hatten wir das schon? Müssen wir uns um ihr jüngeres Ich und Edna Strickland Gedanken machen? Da gibt es einen komischen Knick im Raum-Zeit-Kontinuum, aber das macht sicher nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich mit so einer Frau einlassen würde. Nun ja. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Ja, und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also Kino können wir sicher mal nichts tun. Beim Doc waren wir. Wo ist denn eigentlich der jüngere Marty hin? Edna, was? Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Officer Parker. Trixie verrät Kid. Trixie Trotter trickst Tennen aus. Schöne Alliteration. Aber ist das wahr? Ist sie wirklich auf unserer Seite? Bald. Warten Sie ab. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Officer Parker, ein neuer Mensch. Ist er? Wirklich? Aha. Ich brauche einen Kommentar. Wo kann ich ihn finden? In Tennens Bar. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Okay, ich könnte auch Probleme bekommen, denn ich habe wieder keine Ahnung, wie es weitergeht. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ich versuche jetzt nochmal, wir waren ja jetzt eigentlich überall. Überall probiert. Irgendwas zu. Was war jetzt das denn? Wir müssen zurück zur Bar. Nur in der Bar ist die Lösung. Aber auf was? Kann ich die Blutlache irgendwie? Mir gefällt Trixies Version besser als Ednas, aber sie drückt die Stimmung. Kann ich das Blut irgendwie Diese einsammeln? Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Okay. Okay, ich glaube, hier können wir Blutlache. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Willkommen zurück. Boss? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen.
Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Kann ich das auch mal versuchen? Setzen Sie. Sitz auf schwarz, sitz auf rot, sitz auf gerade, sitz auf ungerade, sitz auf double zero, sitz auf double zero. Double zero. Zwei. Ich bin gerade am Überlegen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich fahre mal die Lösung. Abgesehen von seinen anderen Talenten ist Zane auch noch ein ziemlich guter Zeichner. Also wir müssen uns mit Zane. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Hey Barkeeper, was darf sein? Gib mir einen Drink. Was zu trinken bitte? Was trinkst du? Peps. Ach eigentlich, vergessen Sie es. Wie du willst. Wegen dieser Karikaturen an der Wand. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Wirklich. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Zeichne mich. Zeichne mich. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Ah, ich habe eine Idee. Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kit zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundinnen zu bemuttern. Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja, als ich sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten keine Erkältung. Ach ja, richtig. Hab sie wohl verwechselt. Okay, ich habe eine Idee. Danke fürs Gespräch. Wir stellen nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Wir haben ja das Foto von unserem Vater und der sieht ähnlich aus wie Artie. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt?
Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Okay, und jetzt haben wir etwas, um Trixie zu überzeugen, Ten zu verpfeifen. Trixie? Ja? Ah nein, warte, wir müssen das anders machen. Toi, toi, toi. Danke. Karikatur von George. Niemand wird an der Karikatur interessiert sein, solange sie nicht an der Wand in Kids Bar hängt. Ah, ja klar, ja. Aber eben so, ja, ich hoffe, ich sei mir nicht böse, also ich tue ja die Tipps nur eigentlich nehmen, um mich, damit ich auf eine neue Spur komme, aber ich versuche dann doch weiter zu rätseln. Entschuldige, Dad. So. Hallo? Trixie? Ja? Ja, guck mal, wer auf der Wall of Fame. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Guck mal, wer da spricht. Adi? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Adi sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Arti mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen. Das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Leone. Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Ja, natürlich. Klar, kein Problem. Ich werde das bei der nächsten Versammlung ansprechen. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht, wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Entkommener Gefangener Carl Sagan. Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kit nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Gut, aber ich glaube, soweit haben wir das eigentlich ganz gut gemacht. Aber ich sehe gerade, dass die Zeit für die Folge abgelaufen ist und in dem Sinne werde ich die Folge beenden.
Eben, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich die Tipps kontaktiert habe, aber eben, ich habe nur mir einen kleinen Hinweis geholt und bin dann selber raufgekommen, was man tun muss. Mal schnell mit Einstein reden. Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Moment mal schnell, habe ich was vom Doc? Nö. Nö, habe ich nicht. Oder was von... Nein. Okay, wie auch immer. Ich beende die Folge. Man sieht sich. Bis dann und Tschüssikowski.